So, meine Freunde, ich habe mal eben kurz hier meine China-Böller-Heizung auseinandergenommen. Ich wollte sie eigentlich ausbauen, weil sie nicht anspringt. Also das ist jetzt hier gerade der erste Startdurchgang, den ihr da hört. Die Pumpe kleckert. Das Gebläse läuft auch relativ langsam. Ja, mir ist aufgefallen, nachdem ich hier die Schläuche lose hatte und so weiter und so fort, dass innen drin von der Platine, ja, von der kleinen Steuerung, der erste Stecker sofort hier rechts oben fast lose war. Der Auswurf qualmt schon ein bisschen. Ich bin mal gespannt, aber wie gesagt, ich habe das jetzt nur provisorisch zusammengesteckt wieder, weil auch den Schalldämpfer hatte ich auch schon los. Aber ich werde das trotzdem jetzt umbauen, weil mir das ja einfach zu nervig ist mittlerweile. Ich werde also den Schalldämpfer und das Auslassrohr auch direkt nach unten durchziehen. Aber ich habe eben den Finger mal in das Auslassrohr reingesteckt. Da ist so gut wie nicht viel Schwarzes drin. Ihr seht es also, da ist meine Nase oft schmutziger als das Auslassrohr. Oh, ihr seht, es qualmt schon ganz heftig. Also glühen tut er, also sprich aufheizen. Ja, gut, ich habe das jetzt nicht abgedichtet, ich habe die nur provisorisch jetzt zusammengesteckt, weil ich den losen Stecker gesehen habe. Und da dachte ich mir so, bevor du jetzt weiter schraubst und das Teil ganz zerlegst, machst du mal erstmal noch mal einen kleinen Testlauf. Ja, es qualmt. Oh ja, da qualmt es auch ganz gewaltig. Aber tickern tut es schon richtig doll. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie anspringt. Pui, das sollte eigentlich nicht sein, was ich jetzt hier mache. So war das nicht geplant. Aber was soll ich euch sagen? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder startet sie jetzt durch. Nein, macht sie nicht. Sie geht aus, alles klar. Also, das liegt nicht daran. Okay. Ja, ich habe sie jetzt am Thermostat ausgeschaltet. Sie kühlt jetzt also runter, weil das muss ich nicht haben, dass wir hier gleich die Nachbarn auf die Pelle rücken, weil ich hier alles zunebel. Ja, okay, gut, was soll ich sagen? Also werde ich sie doch auseinandernehmen. Ich habe eigentlich geglaubt, dass es an dem Stecker gelegen hat, an der Verbindung. Aber es scheint ja nicht der Fall zu sein, sonst wäre sie ja angesprungen. Also Saft bekommt sie. Qualm tut sie. Puh, ist er abgesoffen. Aber ich werde das heute Abend im Dunkeln noch mal versuchen. Da sehen das nicht so viele. Okay, lassen wir das jetzt mal alles hier so stehen. Bis dann. Neues Video folgt. Norbert vom Kanal da, wo immer die Sonne scheint. Außer heute. Da stehe ich unterm Dach. Aber darüber scheint sie trotzdem. Spaß. Nein, alles gut. Das Gebläse läuft gut. Hört es? Also es kühlt gut runter. Da brennt es aber. Guckt euch das an. Der brennt sogar nur. Das kann nicht wahr sein. Irgendwie. Tja. Ich kann es euch nicht sagen, was das ist. So, jetzt ist sie ganz runtergefahren. Wie gesagt, ich habe es am Thermostat eben ausgeschaltet, weil mir das zu viel Qualm war hier für den Moment. Okay, das war's dann. Norbert vom Kanal. Bis dann. Ciao.